eine ganz interessante Diskussion, weil die Mäuer sind schon mit der Sturm gegangen und war nicht wirklich vieles mehr klar, wie die Mäuer, wie wir an die Versammlung rangegangen sind. Ich kann Madame Soloviev verstehen, sie hat Probleme abgelöscht. Ich meine, dass sie just nicht wirklich auf Regierungszeit nur gelauscht hat. Das war mein Gefühl. Den Brief, von mir übrigens noch immer nicht, Madame Pulver hörte, obwohl schon, was mir aber schon hören, ist die Antwort vom Minister, das ist auch ein neues System. Der kriegt die Antwort für ihre Frauen, das ist auch ein neues System. Aber etwas ist wichtig auf dem Brief vom Minister. Da steht nämlich drauf, dass er am Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg ist. Das ist nämlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt. Weil das muss ich Heinz da erst nach ein paar wiederholen. Wenn ich nämlich an der Kommission die Mäuer noch gelauscht tun, dann hat auf einer Seite Chefin aus der Stadt, der ich felicitiert, dass der Beamten alle guten dahinter gezogen hat. Den anderen Chefin hat er felicitiert. Laut Haut Chefin den Mitten ein paar felicitiert und laut Bäumäscher der ich felicitiert aus der Stadt. Wunder, das darf der gerne. Aber der ist der Minister vom ganzen Land. Der hat schon ein paar Mal in der Chambre aus Kommissionen bestätigt, dass aus den Kommissariaten aus den anderen Gemengen Beamten aufgezogen sind. Was meint er? Weil die anderen Politiker, die hier bei sitzen, sitzen richtig darin aus dem Staatler Gemengerot. Die 60 sind ja gut verdeelt, auch von Gewicht haben sie gefehlt, ähnlich das. Aber all die anderen Deputierten, die hier sitzen, die fallen nur auf ein Thema, die so eine schon eine Motion gestimmt, dass in der Stadt mehr Polizisten sind, aber bei mir in der Gemeng nicht. Es sind zwar bei Meister von meiner Gemeng. Aber Polizisten haben schon her Glode gehen, dass denen an der Stadt kann, seine Fantasien an sein Reglement umsetzen. Und das ist übrigens das, doch, was immer die Mäuer bestätigt wurde. Das ist das, was man der Mäuer bestätigt konnte. Weil was anders gesagt ging, das tut er vielleicht nicht gerne hören. Dass die, wo der Lord den Terror geschickt hat, hier an der Stadt, man kann nicht dafür ausgebildet sein. Die haben Ausbildungen, die viel mehr heisch sind. Das heißt, der setzt ein paar Leute an, die Ausbildungen haben, die viel mehr heisch sind, für das ihr könnt hier ein Tischverbot umsetzen. Und das ist eh von den großen Skandalen, weil das ist das Problem. Der setzt die Police effektiv komplett falsch an. Das ist schon bald amateurhaft, wie der das gemäht hat. Und der so Dammmischung, aber der hat Dammmischung schon zweimal gemäht. Der hat die erste Dammmischung hier auf der Chambers-Tribüne gemäht, wo er gesagt hat, was Beamte dürfen protokollieren und was nicht. Du hast nur zurückgerudert, Mama nicht, Mama, oh, du warst nur einmal, wo das aber nicht selber, ich meine, der wüsste schon selber nicht mehr, ob die Instruktion ging oder nicht. Die zweite Instruktion war die Geschichte, oder die Leute nur zurück oder nicht. Du da dann noch, nee, das war dann eine Menge Instruktionen und das war einfach einmal mehr Instruktionen. Hier gibt es so vieles gemischt und ich meine einfach, dass es purer Aktionismus ist. Und jeder, den außerhalb von der Stadt Lützeburg Verantwortung trägt, den muss ich eigentlich überlegen, ob man zwingend Gewissen kann noch vereinbaren, dass Polizisten weiterhin aus dem ganzen Land, aus allen Regionen angezogen sind. Und so wie ich es kenne, ich könnte bald ein Wett aufschließen. Die neuen Polizisten, die da los können, 90 oder mehr gesagt, wird majoritär auch im Staat kriegen. Aber der sieht für das ganze Land da. Er Partei ist für das ganze Land da. Da guckt doch, dass die Polizisten an ihren Kommissariaten bleiben. Und dafür werden wir die Motion unterstützen.